Die Musikmesse Frankfurt und Musetalk TV präsentieren den offiziellen Videocast von der Musikmesse 2010. Hallo und herzlich willkommen zum Messecast 2010 von der Musikmesse in Frankfurt. Und hier bin ich gerade mit dem Philipp van Eecke. Guten Tag. Bei Skylife Halten. Ja, danke. Hallo, Non-Erik. So. Ja, also Redi Multimedia ist ja hier so der Stand, ne? Und du bist ja mit Sample Robot da quasi im Vertrieb oder sie vertreiben das Produkt ja für dich. Genau. Und ich wollte eigentlich mal hier kurz vorbeigeschaut haben, nochmal, bevor dann die Messe vorbei ist, weil hier ist ja der Grund, warum ich einen PC auch in meinem Studio habe. Und zwar halt das Tool Sample Robot, wie man sehen kann gerade, wo man einfach relativ schnell und einfach Samples bearbeiten kann, Samples aufnehmen kann, sprich auch komplette Synthes absamplen kann. Das ist jetzt genau das Stichwort, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Was für Synthes hast du denn mit Sample Robot abgesampelt? Den CZ1 zum Beispiel, den SD1 von Ensoniq, also CZ1 war Casio, dann ein Alpha Juno 1 von Roland, ein K5000W von Kawai. Fehlt noch was? Hat sich für dich richtig gelohnt, auf jeden Fall. Also ohne Frage. Nee, gar nicht. Ich habe die Teile noch, aber der Punkt ist der, wenn ich jetzt mit einer Session zum Beispiel zum Mix irgendwo hinfahre und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich den Sound vielleicht oder diesen Track halt vielleicht MIDI-mäßig noch umarbeiten muss oder so. Ich meine, ich müsste ja ein komplettes Museum quasi irgendwie in LKW verladen und dann ins Studio fahren und wir wissen beide, dass man gewisse Synthes auch besser nicht mehr transportiert. Ja, und das Geilste ist halt einfach, du kannst halt all deine Synthes auf einer DVD gebrannt als Software-Sampler-Instrument halt mitnehmen. Und ich meine, das gibt auch dann, wenn du fliegen musst zum Beispiel, weniger Probleme, als wenn du jetzt irgendwie diese ganzen Möbelstücke halt mitschleppen musst. Ich meine, ich kenne das Produkt, das hast du ja schon lange am Start. Und für mich war es immer so, klappt das denn auch dann wirklich, dass ich zum Beispiel beim Microwave diese schönen Filterübergänge hinkriege? Hast du das Gefühl, dass das auch alles reproduzierbar war? Ja gut, manchmal muss man halt ein bisschen dann auch manuell noch arbeiten, aber ich sag's mal so, wenn man alles manuell erledigen müsste, würde man halt Tage damit verbringen, allein das abzusamplen. Und so hat man halt irgendwie, wie soll ich sagen, es gibt ja immer mal wieder auch Kaffeepausen oder so und dann geht man dann halt, startet halt so ein Ding, halt ein langer Pad-Sound, wo halt viel Modulation drin ist oder so, startet das halt irgendwie, geht einen Kaffee trinken, kommt zurück und der Job, dieser Job ist schon erledigt. Okay. Und dann kann man einfach noch kontrollieren. Und dann war es das. Ist das denn so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe den Microwave und ich möchte jetzt, dass der Filter so, dass ich den auch so schön aufziehen kann, aufgehen lassen kann. Was muss ich denn dann eingeben in Sample Robot, dass ich das nachher vielleicht über Velocity auch steuern kann? Ja, im Endeffekt eigentlich gar nichts, weil Sample Robot hat sehr viele Presets drin. Du wirst beim Project Wizard gefragt am Anfang, was du aufnehmen möchtest, ob du zum Beispiel eine Modulation aufnehmen möchtest und du kannst eigentlich beliebig viele Zwischensteps machen. Du kannst also einen Filterdurchlauf eigentlich komplett in allen Nuancen einfangen und den auch hinterher über deinen Software-Sampler so wiedergeben. Also wenn du möchtest, kannst du einen kompletten Microwave zum Beispiel mit allen 128 Presets, die jetzt drin sind am Anfang, in einer Nacht absamplen und hast am nächsten Tag das komplette Ding als virtuelles Instrument. Du musst nicht ein einziges Sample schneiden, ne? Es kann vorkommen, dass man das mal machen muss, wenn man noch irgendwie editieren möchte. In manchen Sachen kann man ja auch ein bisschen Sample-Speicher noch optimieren, aber in der Regel ist Sample Robot so ausgelegt, dass der automatisch die Transienten erkennt. Er setzt automatisch Loop-Punkte bei der Aufnahme. Also all das, was eigentlich diese Pain in the ... Work ist, das braucht man nicht mehr zu machen. Also, vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Ihr sprecht immer von Synthesizern, die nicht transportabel sind, aber wir haben jetzt eine Kirchenorgel aufgenommen, die wirklich überhaupt nicht mehr transportabel ist, selbst wenn man irgendwie das nötige Kleingeld im Flieger dabei hat. Und ich kann euch mal zeigen, wie die ganze Kirchenorgel klingt. Ich habe hier mal so drei Demo-Tracks aufgenommen. Was ihr jetzt hört, ist die komplette virtuelle Kirchenorgel im Einsatz. Also das ist jetzt hier ein MIDI-Playback quasi. Wir haben 47
einzelne Register aufgenommen, haben das Instrument quasi komplett digitalisiert und haben dadurch natürlich im Computer alle Möglichkeiten. Es klingt so, als würdest du in Ratingen an der Orgel sitzen und kannst dich richtig austoben am heimischen PC oder Mac oder was auch immer. Stichwort, Mac gibt's nicht. Ne? Eine Mac-Version hast du noch nicht am Start. Willst du auch nicht. Erste Aussage ist richtig, zweite Aussage ist falsch. Also Mac-Version ist geplant und in absehbarer Zukunft auch wird es auch für die Mac-User. Eine Neuigkeit, oder? Du hast doch sonst immer gesagt, fahr dein Bootcamp hoch, was ja eigentlich auch jetzt gar nicht so problematisch ist, weil das ist ja ein Prozess, den macht man einmal. Da fährt man, eben unter Bootcamp Windows hoch, macht die Geschichten und hat dann die Keygroups und die Samples am Start und dann kann man ja wieder zu einem geliebten OS 10, wenn man es denn liebt, zurückkehren. Ja, also ich liebe es sehr. Ja, also wir müssen ja sagen, also Sample Robot ist zwar Windows only im Moment, aber wir haben natürlich den Dimension LE Software Sampler mit dabei im Lieferumfang und der ist natürlich auch Mac OS X kompatibel. Das heißt, du kannst dein Recording Environment, du kannst deine Instrumente, die du mit Sample Robot aufgenommen hast, auch direkt auf Mac OS X spielen. Also da gibt es keine Einschränkungen. Genau, keine Einschränkungen. Gutes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Ja. Alles klar. Dann vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch fürs Interview.